Wunderbar. So, und willkommen zu Part Nummer 18. Genau. So, boom. Ich habe keine weiteren Aufträge. Du hast noch was zu tun. Okay, so, Mr. Bram. Was hast du denn zu verkaufen? Aktuell nichts Interessantes. Vielleicht kann ich hier was verkaufen. Doch, 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 doch. Du hast Larven. Die brauche ich für meinen Fischteich. Ja, Eicheln habe ich eigentlich genug. Da kann ich ihm ruhig mal 20 verkaufen. Kirschen und alles sammle ich einfach. Aber die Pinienkerne, da kann er auch nochmal 20 haben. Oder 25 ist ja kein Problem. Ansonsten bin ich eigentlich mit allem sehr, sehr zufrieden. Aber die Gerichte, die kann ich dem verkaufen. Die geben nämlich gut Geld. Den Lolli in dem Wackelpudding behalte ich. Ja, da habe ich wieder Geld gemacht. Super. Ja, geht eigentlich. Kann man nicht meckern. Also geldmäßig kommen wir voran. Der Kleine verdient sich auch sein Taschengeld, muss man sagen. Also der Akku ist echt fleißig. Ich glaube, das merken die Leute hier auch. Und man muss echt sagen, das Taschengeld, was er hier bekommt, verdient er sich wirklich. Und kommt klar, ne? Komm, jetzt essen wir mal, was essen wir dann mal? Oh, eine Wassermelone. Lecker. Super. Weizen und Stroh für die Schafe, das ist doch wunderbar. Ich sollte mehr Farmspiele spielen, die gefallen mir nämlich alle. Naja, ich habe ja noch eins, was ich gerne mit euch teilen will, wenn es denn überhaupt so interessant ist. Nein! Siehst, seht ihr, das habe ich gemeint. Das kann nämlich passieren. Ich wollte nämlich eigentlich nur die Pinienzapfen einsammeln. Habe ich den falschen Baum angewählt. Aber zum Glück nur hier. Also hier, wenn hier mal aus Versehen ein Baum wegkommt, ist das nicht so tragisch. Ich kann hier wieder neue pflanzen. Soll ich vielleicht auch mal machen. Ich habe jetzt genug Bäume gefällt, da kann ich auch mal wieder zwei, drei nachpflanzen. Das ist vor allem für das Klima ganz gut. Können die nämlich in aller Ruhe wachsen und... Oh je, Meteorit. Also wenn ich wachse, wenn ich hier auf dem Planeten Urlaub mache, dann aber bitte nur unter der Voraussetzung, dass ich entweder keine Meteoriten abbekomme, oder aber unter der Voraussetzung, dass ich den Planeten dann auch so drehen kann wie hier. Also die gleichen Voraussetzungen. Also das, was der Akku machen kann, sollte ich hier dann auch machen dürfen. Dann kein Problem. Vielleicht noch ohne die Monster. Aber da wir als Urlauber ja kein magisches Wesen sind, würde ich sagen, sollte das kein Problem sein. So, pflanzen wir nochmal eine Steineiche. Hier so ein bisschen vielleicht hier dran, bei den Schäfchen, dann haben die auch ein bisschen Schatten. Ich glaube, so ein Baum tut denen gut. Wunderbar. So, was habe ich hier rausbekommen? Ja, ist ja gut, Hühnchen. Super, und Sonnenblumen vom Meteoriten, wunderbar. Ja, so sind... Ich meine, wenn man die Geschichte genau betrachtet, ist ja das Leben... höchstwahrscheinlich auch durch Meteoriten auf die Erde gekommen. Von daher ist es nicht so unabwegig, wenn man sich mit der Materie mal ein bisschen befasst. Von daher... Oh, schöner Regen ohne Blitz und Donner. Das ist super. Genau richtig. Und das ist die Regenwolke. Die mal schnell hier so überall drüber. Über die Schafe auch. Da freuen die sich. Das ist super. Wenn alles so... Ah, das ist schön. Das, doch, 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 doch. Das ist schön. Das ist wunderbar. Ich pflanze jetzt auch nichts, weil es reicht ja dann auch. Guck, das Bäumchen wächst. Die Bäumchen wachsen auch. Oh, wunderschön. Das wäre schön, wenn es immer so ist. Auch im echten Leben. Naja, kriegen wir aber hin, Leute. Oh, ich habe vergessen, den Timer zu starten. Das wird ein längerer Part, weil ich wahrscheinlich vergessen habe... Obwohl, nee, habe ich gar nicht. Ich muss mir ja die Uhrzeit aufschreiben. Einzig und allein aus dem Grund, weil so die Datei benannt wird. Da muss ich nicht immer am Rechner sitzen. Da schreibe ich mir einfach auf, um wie viel Uhr ich die Aufnahme gestartet habe. Und dann kann ich die immer so ein bisschen einkategorisieren. Weil das Aufnahmeprogramm startet die
benennt sie aber je nach Uhrzeit dann auch. Und von daher, ja, schreibe ich mir einen Titel auf, mache ein paar Aufnahmen und check dann ab. Check dann die Dateien einfach ab. So, wunderbar. Schutzgebiet ist abgebrochen. Vielleicht werden wir dann nochmal von ein paar Spinnen angegriffen, dass wir wirklich dann auch weiterkommen. Wollte ich die Blumen pflanzen? Ja gut, zwei kann ich noch machen. Komm, dann haben wir es auch fertig. So, das läuft, das muss gemacht werden, das kann gemacht werden, das ist jetzt Zufall und das muss leider warten. Kann ich wieder in die Mine? Nee, ne? Die habe ich direkt wieder voll gemacht. Jo, das sollte eigentlich gehen. Ja, sammle ich trotzdem mal ein paar Sachen. Ich meine, tut ja nicht weh. Und ich muss auch gleich nochmal in die Haya, weil der Akku seine, weil im Akku seine Energie langsam zur Neige geht. Hatschi, meine Nase juckt. Oh je. Bom. Nein, 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 nein. Stopp. Ah, wo die langläuft. Hey. Im Moment keine Aufträge. Alles klar. Yuki, Moon, ihr seid die Besten. Ich hab euch lieb. So, ich würde eigentlich noch das hier. Hier haben wir auch relativ viel. Was sagt die Küche? Ein Rezept fehlt uns noch. Ein einziges. Und was sagt das Labor? Hier fehlt noch ein bisschen was. Hier kommt das Gegenmittel rein. Ich weiß gar nicht, ob das alles schon freigeschaltet ist. Ah, jetzt kriege ich wieder diese Albträume. Ich alme in deine Seele und stärke deinen Geist. Du wirst mächtig sein, sehr mächtig. Ja, weiß nicht, ob mir das so gefällt. Finde ich ein bisschen gruselig. Ich mach Kraft. Super. Wunderbar. So, Blumensamen habe ich keine mehr. Das bedeutet, ich muss ja auch nichts mehr pflücken. Ja, mal essen wir mal eine Tomate. Und noch eine Heidelbeere. Supi. Wollen wir mal die Geschichte lesen. So, das kennen wir ja. Ich werde es nochmal vorlesen, wenn es komplett ist oder fast komplett. Sammle die Kristalle. Eines Nachts werde ich, okay, das hatten wir schon mal. Hatten wir auch. Wo wohnst du? Fragte ihn die Stimme in einem anderen Traum und der junge Prinz verriet die Position seines kleinen Planeten. In der dritten Nacht, okay. Genau, und das fehlte uns einfach. Das hatten wir ja super. So, zweimal Stroh. Wir haben nicht mehr so viel. Das bedeutet, wir brauchen noch ein bisschen Stroh für unsere Schäfchen. Oh, Moon, willst du mitangeln? Super. Mach's gut. Ja, die wollten nur gucken, dass wir auch richtig angeln. Ja, wir werden ganz schön belagert auf dem Planeten mittlerweile. Hühnchen guckt uns beim Angeln zu. Die Moon guckt uns beim Angeln zu. Also ganz alleine sind wir nicht. Aber ich muss sagen, es ist immer noch dezent. Also die rücken uns nicht wirklich auf die Pelle. Habe ich, glaube ich, fühle mich jetzt nicht so bedrängt von denen, dass sie halt was weiß ich permanent mir auf der Pelle sitzen. Aber uns das Gefühl, dass wir alleine sind, geben sie auch nicht. Also schon ein gesunder Mix. So. Okay, wir werden von einem Feind angegriffen. Wer ist das? Das ist wieder so einer von diesen komischen Gnomen. Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Nicht so toll. Spinnchen wäre mir lieber. Weil die Spinnen nämlich genau das Troppen, was wir brauchen. Von daher ist das jetzt ein bisschen suboptimal.
Ja, machen wir mal Feuer. Ja, der Kristall ist nachgewachsen. Super. Können wir wieder ein paar Kristallsplitter sammeln. Na, Eisen. Ja, jetzt wo wir das Eisen immer brauchen, kriegen wir es zuhauf. Das ist mal wieder so typisch. Gut, die Hühnchen schlafen. Wir nehmen noch mal einen Betthupferl mit. Schöne, süße, leckere Beere. Beziehungsweise, na, richtig süß ist es nicht, aber... Ja, dann esse ich einfach eine normale Heidelbeere. Meine Güte, ich will jetzt was Süßes haben. Zum Einschlafen. Mh, lecker. Gesund, lecker und süß. Bevor wir schlafen gehen, will ich aber noch was gemacht haben. Noch ein bisschen Mais. Wunderbar. Hier oben. Ich bin jetzt überall bei über 40. Das ist super. Obwohl, ich mache noch einmal Weizen. Weil wir noch ein bisschen Stroh brauchen. Dann mache ich hier noch mal ein bisschen Stroh. 7 Stück. Das bedeutet, 2 Stroh kann ich machen. So. Ah, Goliath. Super. Oh, Bomb. Mädchen. Yuki. Das... ist nicht ganz so schlau. So, du hast im Moment keine Aufträge. Ja, du hast uns die Mine leer gemacht. Vielen Dank. 857, 858, 859. Verdammt, es reicht nicht. Hey Junge, ich will mit dir eine Abmachung machen. Ich brauche 141 Münzen. Willst du bei mir was kaufen? Hm, diesen Diamanten. Der Diamant, ich kann ihn nicht so billig verkaufen. Tut mir leid, Herr Goliath, ich brauche nichts mehr. Na dann, Mist, okay. Ja, den Diamanten brauchen wir eigentlich. Brauchten wir, aber den haben wir auch so bekommen. Danke, du kleiner Betrüger. Jo. Ja, Goliath, du hast es uns doch gezeigt. Das Beste aus dem Ganzen holen, was man machen kann. Haben wir gemacht. Und siehe da, jetzt hat es dich halt getroffen. Wir haben deine Notlage ausgenommen und haben das Bestmögliche aus unserem Repertoire geholt. Von daher darf man sich nicht beschweren, wenn der junge Schüler irgendwann kein Schüler mehr wird. So, gut. Goliath hat's leer gemacht, hat den Wagen leer gemacht. Da können wir auch gleich weitergehen. Jetzt will ich mal gucken, ob die Fackel hier noch brennt. Oh, super. Ich finde das Leuchtfeuer hier viel hübscher, als wenn ich jetzt hier die Feuerstelle bauen würde. So, wollen wir mal gucken. 58, 77%, 70%. Der Rest ist abgeschlossen. Es läuft ganz gut. Und jetzt fehlen mir eigentlich nur noch der ganze Kram, den wir brauchen. Und ich muss in der Mine noch das... Ich muss die Mine noch fertig machen. Das ist super, dass der Goliath jetzt gerade weg ist. Kann ich das nämlich gerade machen. So. Entschuldigung, Hühnchen, aber ich habe Hunger. Brauche ich jetzt. So, erstmal Feuerchen machen. Vorsicht, Feuer ist gefährlich, liebe Kinder. Ist es euer Ernst? Oh, weißt du, was mich ärgert? Ich kann jetzt nichts machen und das ist der einzige noch übrig gebliebene Stein. Das bedeutet, einmal draufhauen, dann ist der weg und dann geht es hier weiter. Aber der Wagen ist voll und deswegen macht das nicht. Ah, das ist so ärgerlich, das ist so ärgerlich. Das bedeutet, der Goliath macht das jetzt noch ein einziges Mal leer. Und dann können wir den Wagen mit Schutt nicht mehr befüllen. Einfach aus der Natur der Dinge, weil wir dann auch fertig sind. Ja, Hühnchen, hier liegt Essen auf dem Boden und ich muss es aufheben. Weil ihr nicht... Soll einer mal die Hühnchen verstehen. Na gut. So, ja, wir müssen jetzt eigentlich nur noch warten, dass wir angegriffen werden, dass wir entweder nochmal giftige Flüssigkeiten bekommen, mindestens eine noch, oder dass wir 5 von diesen Krabbenscheren bekommen. Gibt es nämlich auch so Krabben...
Monsterchen, die uns angreifen. Aber dank dafür, dass das Schutzgebet jetzt seine Wirkung, dass wir das Schutzgebet automatisch abgebrochen haben, bin ich zuversichtlicher Dinge, dass das bald, dass das nicht mehr so lange dauern wird. So, und da war Auberginen gepflanzt. Ah, sind auch lecker. Ich mag Auberginen. Vor allem in einer Reispfanne oder so. Ein bisschen Sojasauce, ein bisschen Reis. Ah, super. Und ein bisschen Hühnchenfleisch. So, ich habe im Moment keine weiteren Aufträge. Okay. Machen wir mal ein bisschen Kohl. Davon haben wir jetzt auch relativ wenig, obwohl... Warte mal, 48, 41, okay, 50 sogar. Ja. Kürbisse noch. Ja, ich denke mal, wenn wir von allem jetzt ungefähr 40 haben, dann sollte das kein Problem sein. Ja, die fehlt noch was, um den Auftrag zu beenden. Da musst du dich noch ein bisschen gedulden. Was kann ich dem denn verkaufen? Das wollen wir ein bisschen Geld kriegen. Giftiger Pilz will er haben, Gold will er haben. Gold kann er kriegen. Davon haben wir ja mehr als genug aktuell. Obwohl ich da jetzt auch ein bisschen aufpassen muss, weil wir ja jetzt nicht mehr so viel Schutt aus der Mine ablagern können. Deswegen würde ich das gerne mal ein bisschen behalten. Für den Fall Silber und Wolle. Stimmt, da war noch was. Ich habe den Umhang ja noch gar nicht gemacht. So, ich kaufe mir noch einmal einen Silberbarren von dir. Dann fahre ich mit der Moon nochmal zu den Angs. Und dann kann ich zweimal Wolle kaufen, weil ich weiß beim besten Willen nicht, wie man Wolle selbst herstellen kann, ohne die Schafe eventuell dafür aufzugeben. Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn du die Schafe nicht fütterst, brechen die aus der Scheune aus und dann folgen sie dir wie die Hühnchen. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass du dann anfangen kannst und die... Wie heißt es, die Schafe mit der Fackel bearbeiten kannst, wie mit den Hühnchen halt. Und dass dann halt die Wolle hervorkommt. Das ist das Einzige, wo ich mir vorstellen kann, dass das so funktioniert. Kürbis, Kürbis. Warte mal, kann ich? Ja! Haha, Riesenkürbis. Super, aber zumindest auch mal einen davon noch. So, die haben genug Futter, das ist gut. Deswegen mache ich das einfach mal. Ah, falscher Knopf. Ich komme immer so ein bisschen in... Hatschi, meine Nase juckt. Och, Bom. Bom. Komm her. Keine Aufträge, du hast auch nichts zu tun für mich. Wunderbar, aber ich muss mit dir nochmal zu den anderen Planeten fahren. Dann sollte das alles kein Problem sein. Geht nämlich nochmal hier hin und kauf nochmal zweimal Schafswolle. Könnte eigentlich auch die noch kaufen. Wunderbar, super. Geld habe ich ja genug. Und jetzt habe ich auch alles. Jetzt kriegen wir nämlich den Umhang des Windes. Wir sind ja das magische Wesen des Windes. Dann sollte das alles kein Problem sein. Ich gucke jetzt nochmal, wann habe ich angefangen. Ja. Wir können jetzt den Part auch gleich mal beenden. Das passt, dann sind wir sowieso ein bisschen vorangekommen. Das ist dann nicht so schlimm. Können wir auch nur einmal herstellen. Und jetzt haben wir einen... Ich bin der Prinz des Landes Dayland. Ja, schön. Jetzt habe ich halt einen neuen Umhang. Es geht natürlich die Musik auch weiter. Können wir auch nur einmal bauen. Das ist schon mal ganz super. Das war, glaube ich, nicht unwichtig. Muss... Warte mal, muss ich danach nochmal mit dem Typen sprechen? Die Musik ist cool. Die Musik ist echt toll. Die zeigt, dass wir jetzt echt ein Prinz sind. Vielleicht geht es ja jetzt voran. Oh, schöner Umhang. Jetzt siehst du aus wie ein echter Prinz des Windes. Vielen Dank. Die Sternpatrouille hat Fortschritte bei der Untersuchung von Kleinplaneten gemacht. Anscheinend gibt es eine alte Erzählung, die die Geschichte von einem Prinzen erzählt. Aber das machen wir beim nächsten Mal.
um euch mal ein bisschen Spannung reinzubringen, weil ich will es nicht zu lang machen und ich weiß nicht, was jetzt noch großartig kommt. Deswegen bis zum nächsten Part, Leute. Ich mach's spannend, ich bin gemein, genau, aber dann ist das so. Macht's gut, ciao mit V.